Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich klinge nicht mehr wie, was weiß ich, ein Typ mit extremen nasalen Problemen. Ja, irgend sowas. Ja, willkommen zu 100, 177? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Irgendeine Folge Project Unstable auf jeden Fall. Yay. Ach, ich darf ja nicht. Nope. Sollte er nicht. Ich habe Angst. Wir hatten ja das letzte Mal unsere gar nicht übertriebene Obsidian-Farm gemacht. Ich habe die jetzt auch mal dauerhaft an. Das heißt, sollten wir uns Obsidian nehmen, dann alles gut. Ich muss mir irgendwas überlegen, dass wir Obsidian. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe schon mal aus unserem Haupt-MI-System das Obsidian verbannt. Also ich habe auch den Drawer weggenommen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich nur das Obsidian. Sollte alles da eingehen, was überbleibt, kommt in normalen Storage und sollte dann von da auch wieder als erstes genommen werden. Denn, ne, MI-System-Prioritäten, höchste zuerst reinlagern. Und niedrigste zuerst rausnehmen. So ist ja im E-System gedacht. Haben wir eigentlich noch? Wie viel Plutonium haben wir eigentlich noch? Bisschen. Ja, wir verballern nicht mehr so viel, weil wir keine hohen Stromkosten von unserer Hauptbase aus haben. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Blaze Rods? 2500. Wir haben über 1000 gekriegt mittlerweile. Okay, einer ist leer. Okay, also wir haben noch einen ungenutzten. 80 RF pro Tick haben wir noch. Der ist auch am Benutzen. Frage ist, ob der jetzt an geht. Nee, gut. Okay. 80 RF pro Tick. Ja, also wir müssen uns irgendwie nochmal umgucken. Also ich habe ja hier nochmal Folgendes gemacht. Ich habe das ja hier alles fertig soweit. Also wir haben jetzt 96 Kilo Buckets. Voller Creosote Oil. Und ich werde Folgendes machen. Ich hau das Ding nochmal an. Einfach nur mal, um zu gucken, ob es funktioniert. So, 4 Stück davon. Na, gucken wir mal. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, es gibt anscheinend von, ich denke, es ist ein Add-on, Industrious Kaugaufen oder wie die Dinger heißen. Ich habe keine Ahnung. Sollen besser sein, keine Ahnung, nie benutzt, nie gesehen. Klingt für mich aber nach einem Add-on. Bin mir unsicher, ob das wirklich da drin ist. So, das Ding kann ja jetzt ein bisschen aufheizen. Steam haben wir ja noch genug, wir müssen es halt nur mal verballern. Hier haben wir ja auch noch ganz viel Steam. Um Gottes Willen. Wie viel sind da drin? 264. 120. 256. Oh Gott. Das sind 256 plus die 4 macht 512. 512 und ein paar zerquetschte Dinger Steam haben wir ja noch. Ach du Scheiße. Ich meine, verdammt ist das viel. Ja. Okay. Hatten wir jetzt irgendwas noch. Es wurde mir, glaube ich, noch irgendwas in die Kommentare geschrieben. Dass ich doch mal gucken soll. Das nie gemacht in voriger Zeit. Und zwar. Das ist jetzt lustig, jetzt muss ich das Ding finden. Das ist nicht hier, das ist da. Und zwar. Das Ding. The Wrath Cage. You need scribing to paper. Wollen wir es einfach machen? Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Soll ja auch zum Spawnen gut sein. Und ich weiß halt nicht, wie gut es spawnt. Wir schauen. Vielleicht können wir damit dann ein paar andere Dinge auch noch farmen. Ich meine, was wir an normalen Mob-Spawns haben, das ist ja schon eigentlich erledigt. Aber irgendwie würde ich gerne Ghast-Tiers haben. Das ist noch so ein Ziel irgendwie. Meine Idee war jetzt entweder, wir holen uns diesen kleinen Ghast-Spawner oder wir automatisieren uns irgendeinen Weg an Weak Blood Shards zu kommen. Dafür brauchen wir einen Blood Slates, das heißt, wir bräuchten irgendeine Automatisierung an einem Blutaltar. Ich hätte eine Idee dafür.
Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, so wie ich mir das denke. Es gibt nämlich die Möglichkeit, über ein Ritual, welchen Namen ich vergessen habe. Mensch. Nee, oder? Ich glaube nicht. Cry of Eternal Soul. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war das Ritual. Mit einem Ritual, ich weiß jetzt nicht genau, was das war, kann man aus seinem Soul Network das Blut in einen Blutaltar packen. Das bedeutet, wir könnten damit dafür sorgen, dass wir in einem Blutaltar Zeug bekommen, Blut. Und dieses Blut dann nutzen, um damit Imbued Slates zu machen. Ja. Jetzt kriege ich gerade einen Schluck auf. Warum auch immer. Und damit könnten wir uns dann, weil die einzige Möglichkeit, richtig an Gastiers zu kommen, ist diese hier. Das ist die einzige Möglichkeit, wirklich an die Dinger direkt zu kommen. Was man noch machen kann, man kann das Ding umwandeln in Enderperlen, glaube ich. Genau, da. Aber nicht zurück. Ist leider nicht möglich. Ich weiß auch gar nicht. Das habe ich doch. Warte mal. Tome. Redstone. Ich soll vielleicht mal diesen machen. Geht es auch mit Blöcken? Ups. Geht das? Das geht. Okay. So. Zu viel. Das geht. Okay. Da machen wir nochmal diesen da. Da war es voll. Okay. Was kostet meine Gastier? Kann ich machen. Right-click to toggle out of soul. Meh. Also man soll damit. Ich hab's nochmal hingekriegt irgendwann, warte mal. Da. Das geht. Das kostet auch ein bisschen. 8 Redstone? Für ein Lapis. Naja, gut, nee. Okay. Ja, ich glaube, das wird nichts. Okay. Es gibt noch die andere Möglichkeit. Und zwar gibt es neben dem Urghast ja im Twilight Forest noch diese Mini-Ghast. Die droppen ja auch das Zeug. Das heißt, wir können uns so einen Spawner schnappen. Und vielleicht damit nochmal irgendwas aufbauen. Aber wie gesagt, ich würde gerne vorher mal gucken, ob wir es über das Wrath Cage oder was weiß ich, wie das Ding hieß, hinbekommen. Das wäre mal interessant. Ich bezweifle, dass es so eine Mod-Kompatibilität hat, aber wir werden es probieren. Auch wenn ich und meine Sanity ist eh schon komplett, keine Ahnung, over the top. Gott, das sehe ich zum ersten Mal hier. Habe ich das jemals schon mal benutzt? Keine Ahnung. So, da hätte ich auch gleich da bleiben können. Nein! So. Ich bin doof. Ich bin zu doof. Habe ich noch Knowledge Fragments? So. Muss erstmal reichen. Humanus. Cognito. Ignis. Was war das? Was auch noch war das? Okay, das können wir so machen. So. Gab's da? Nee, gab's nicht. Verdammt. Nee, doch, klar gab's das. Dämlich. So, okay. Wrath Cage. Oh mein Gott. Sometimes it's not enough to just kill something. Sure, slaying a single monster may be rather cathartic, but imagine just mowing down a crowd of the obnoxious little jerks. Ach du meine Güte.
Then you discover a way to recreate the monster spawners found in ancient ruins. Unlike the other monster spawners, the rest cage responds to redstone control instead of the presence of human beings and can run much faster than the ancient devices. However, you haven't been able to duplicate the original method of infinite creation. For every creature spawned, the rest cage requires a bit of essentia piped into its eternal reserves. Good. Device will accept different types of essentia depending on the creature. It is okay. Can you really right-click the rest with a diabolic fork? Recycle the cage between the different fuel types, changing which essentia. Okay, imprinted crystal. Das steht wieder hier. Right-click on it with an imprinted crystal, slaying a Ich hab Angst davor. With a diabolic fork while carrying a blank imprinted crystal. Okay, wir probieren es einfach mal. Ich habe den Fork, glaube ich, noch nicht, ne? Nein. Definitiv noch nicht. Hab ich das jetzt? Natürlich habe ich es weggeschmissen. Das da. Das da. Ich denke, es wird nicht damit gehen. Ich bin mir aber unsicher. Vielleicht haben wir ja Glück. Nur einen normalen Gas. Entschuldigt bitte. So, Saumium. Ja, wir wollten das. Das ist dick. So, okay, some Sorge. Weiter im Programm. Ups, nein. Ah, da brauchen wir eh noch einen Haufen Zeug. Warte mal. Na, wohl. Das Zeug an sich dürfen wir sagen, wir im Block brauchen halt. Ira können ein Problem werden, der Rest nicht. Haben wir Ira? Irgendwo irgendwas davon war? Ich glaube nicht. Okay, wo kriegt man Ira, ja? Wenn das nicht leicht ist, dann Ira. Rest Shard und Creeper, okay. Mensch. Ja, wir haben 120, okay, dann machen wir davon ein bisschen. Haben wir eine leere Jar? Nee. Jar. Einen haben wir noch. Also bauen wir noch ein paar. Slap. So. Okay. Klick. Ihre. Da. Okay. Klick. So. Dann. Fünf, sechzehn. So, was? Brauchst du zufällig eine Steadfast-Drohne? Nein, danke. So, ich habe 3 Worte Jar. Warte, erstmal müssen wir eh das Schwert machen noch. Das gibt's ja auch noch. Wir brauchen noch diesen Fork. Ups. Da. Potentia, Machina und Infernus. Infernus, glaube ich, basteln wir da oben eh gerade schon zur Genüge weg. Ja. Nein. Du sollst es sammeln. Nicht wegpacken. Ist der Vitreus drin? Das ist doch schnell ernst. Warte mal. Jetzt packe ich die Vitreus-Jar da rein. Ich bin auch ein bisschen. Mensch. Wie machen wir das jetzt am günstigsten? Du kommst weg. Du kommst weg. Da kommst du dahin. Du kommst dahin. Erstmal ganz kurz. Und dann machen wir dich. Doch nochmal weg. Packen dich dahin, machen dich leer. Du füllst dich mal bitte hier mit dem ganzen Zeug auf. Nimmst das mal also raus. So, sieht gut aus. Schnell, dass alles wegkommt. Und dann kommst du mal nach hier vorne. So, und das packen wir da ein. Gut, Schöpfe dürfen wir jetzt ein bisschen kriegen. Okay.
Also nochmal. 3 Silver Squads, 1 Redstone. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so unser Problem. Quartz. Wir haben ja Automatisierung für alles. So, das Ding. Und, ups, nein, Schwert in die Mitte. So. Und was brauchen wir jetzt nochmal genau? Infernus, Maschine und Potentia. Haben wir Potentia, haben wir, wie viel? 3 ist zu wenig, wir brauchen Potentia. Infernus Hammer und Maschine Hammer. Okay, wir brauchen nur Potentia. Haben wir davon noch? Davon aber noch. Okay. Gut, dass wir manchmal immer einfach zu viel machen. Wir haben hier wahrscheinlich auch Infernus mit drin irgendwo. Ja, 1. Vitreus haben wir auch viel zu viel. So, das füllt sich auf. Wunderbar. Dann, let's go. So. Das macht er. Wunderbar. Nächste. Was brauchen wir hierfür? Wir brauchen einen Zaumium-Block. Das heißt, wir brauchen nochmal Eisen. Und zwar... Jetzt hat er irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich weiß nicht, ob man direkt einen Block machen könnte. Ich wette, aber... Ja, ist egal. So, wir haben unseren Fork. Toll. Mir schon immer gewünscht. So, mach den noch. Dann kommt das da rein. Das Ding. Haben wir dafür 10? Wunderbar. Also noch ein bisschen Mining Fatigue. Oh, ist so viel Mining Fatigue durch das Ding oder was? Nee. Oder haben wir wieder irgendeinen bösen Effekt gekriegt? Potenzial. Alter. Muss ich gleich mal Milch saufen. Haben wir Milch? Ich glaube, wir brauchen bitte Kuhfarm, oder? Ja, wir brauchen unbedingt mal Milch. Ich glaube, eine Kuhfarm ist auch vielleicht nicht schlecht. So. Das haben wir, das haben wir. Dann weg. Sammelblock. Du kommst in die Mitte. Okay. Das kann weg. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen 3 Jaws, 4 Rest Shard und ein paar Diamonds. Alles nicht das Problem. Diamanten. Oder Jaws. Rest Shard. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4. War das so? 4, 4. Okay. So, was braucht man jetzt? 32 Ira, 16 Maschina, 32 Brikante. Also Bestia werden wir nicht genug haben. Oder? Ich sehe es gar nicht. Haben wir überhaupt schon Bestia irgendwo? Ich will jetzt nicht eine neue Jar anfangen. Aber anscheinend haben wir es nicht. Okay, also Bestia haben wir nicht. Haben wir Ira genug? Wir haben genau 32 Ira, wunderbar. Da haben wir 24, davon brauchen wir noch was. Das und Machina haben wir 36. Das dürfte hoffentlich reichen. Ja, ja. 32 und 32. Okay, Bestia. War das da drin? Ich glaube, oder? Ne, das war, glaube ich, nur Happa Happa, ne? Ja. Gut. Wo ist hin? Da. Haben wir Fisch? Fisch. Haben wir Raw Chicken? Jawohl. Okay. Ein Steak brauchen wir ja nicht zu machen. Geht eh wieder viel zu viel verloren. So, was hat denn das drin? Wir kriegen das Zeug, das dürfen wir voiden. Wunderbar. Victus? Irgendwo? Da. Okay, ist leer. Dann eine Jar mal hier hin irgendwo. Da. Ich glaube, ich weiß, wo Bestia ist. Okay, wir brauchen doch kein Bestia. Wir haben genug. Alles gut. Dann, ciao. So. Also Precantatio. Haben wir auch genug. Gut, dass wir immer so viele Enderperlen durchhauen. Okay. Ganz kurz so. Okay. Damit hatten wir jetzt alles dann, ne? Das ist Hammer, das Hammer, das Hammer, das Hammer, das Hammer, das Hammer, das Hammer. Okay. Go. Müssten alles haben. Hoffe ich.
bin mir unsicher. Oh, und wir schmeißen natürlich was runter. Natürlich einen Diamanten. Und wir explodieren, natürlich. Wegen Diamanten, keine Ahnung. Ja, gib mir halt Flux-Tour. So. Ich glaube, wir brauchen noch mehr von den Flux-Scrubber. Das wäre vielleicht nicht schlecht irgendwann. Ah, nee. Also, mir geht's noch nicht super. Aber es geht komischerweise schon wieder sehr gut. Ach, halt, geschlafen ist er. Das war so klar. Ich wette, das Ding ist eh dangerous, oder? Ja, natürlich. Wir sollten mal irgendwie für die Stabilität noch was tun. Mal ein paar Köpfe aufstellen. Ich glaube, wir haben eh genug, ne? Ja, ein paar haben wir. Zwei. Drei. Ich packe noch mal eins zur Sicherheit drauf. Die Flüssigkeit nicht, wenn die da oben dann davor schwebt. So, ich packe nochmal einmal extra von allem drauf. Da kann man auch runterschmeißen, wie er will. Das ist mir dann egal. Ich hoffe nur, man kann das Cage dann auch kaputt machen, ohne dass gleich alles einmal um die Ohren fliegt. You gain Warp. Natürlich. Ich wette viel Warp. Sehr viel Warp. So. Okay, wir müssen mit dem Vieh töten. Ich kann das mal scannen. So, das auch nochmal. So, das auch nochmal. Wunderbar. Okay, also wir müssen mit dem Fork was töten. Okay. Ich probiere es einfach mal im Twilight. Wir haben kein Twilight-Portal, ne? Das war klar. Warte. Go. Eins, zwei. Flower dürften wir ja auch genug haben. 16, ah, nein, wir haben 16. So. Wir haben ja mittlerweile genügend davon. So, einmal hier durch. Wir hatten das irgendwo hier hinten. Da, steht sogar noch halb. Bei unserem wunderbaren Meteorkrater. Was wir auch mal automatisieren wollten, nochmal frisch. Okay, Diamant. Ja, es war so klar. Na, na, na. Dich nehme ich mit. So, auch wenn wir... Ich glaube, wir haben eh viel zu viel davon, oder? Nee, Quark.25. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich viel bezeichnen würde, aber egal. So, dann wo ist es denn da? Daneben gerufen? Ah, man muss in der Nähe sein. Okay. Gut. Dich braucht man. Dich braucht man. Die Wassereimer brauchen wir gar nicht. So, einmal in den Nebel rein. Das kann auch weg. Viel zu viel Zeug wieder im Inventar. Schlimm. Okay, mit dem E-System spielen wir jetzt erstmal gerade nicht. Okay. Dann gucken wir mal. Wir müssen mit diesem Forkill dann töten. Bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Im Notfall nehmen wir einfach einen Spawner mit. Habe ich denn eine Dolly dabei, sag mal? Eine leere Dolly wäre schön. Ich sehe keine Dolly. Haben wir eine Dolly noch im... Wir haben noch eine Diamond Dolly, okay. Also im Notfall können wir es auch mit einer Diamond Dolly mitnehmen. Was ich wahrscheinlich trotzdem machen werde, einfach zur Sicherheit. So, wo war denn jetzt das Ding? Da war das Koboldviecht. Natürlich ein natürlicher Hunger. Vorteil ist, ich kann nicht verhungern durch Odin. Und jetzt würde ich wirklich gerne wissen, wo dieser Tower war. Das ist keiner. Wo ist denn hier die große grüne Fläche? Da. Tower. Ja.
100. Safe. Nein. So. Sollte schnell gehen. Ich hoffe mal, die Welt kommt hinterher. Bisher schafft es noch. Jetzt wird es langsam schwierig. Ich meine, es ist schon erkundetes Gebiet. Bis auf die kleine Stelle jetzt hier. Es wird auch wieder schneller. So. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, wir können ihn mit dem Ding töten. Ich bezweifle es, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Wie gesagt, im Notfall nehmen wir einfach so einen Spawner mit. Und dann spawnen wir die kleinen Viechter und lassen die sterben, so ähnlich wie die Blazes. Wo bin ich? Ich fahre mal außen rum. So. Okay. Das dürfte er jetzt hier. Okay. Lalalalalalalala. Da ist der Tower. Gleich hoffe ich mal. Wo ist er? Da ist er. Okay, Spawner, ich bin auf der Suche nach dir. Wo bist du? Versteck dich nicht. Find dich eh. Na, Moment. Na, warte. Wunderbar. Oh, ich soll vielleicht mal ganz kurz. Oh, hallo. Nein, ich möchte gerne das Ding töten. Komm, mein Gasling. Geht. Wunderbar. Okay, wir brauchen dafür nur Infernus. Ich nehme es aber trotzdem mal mit. So. Stopp. Und ciao. Es geht. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Das heißt, wir können auch mal damit vielleicht. Infernus. Wo kriegt man den Infernus her? War das da? Ne, das war was anderes. Was wir eben hatten oder gebraucht hatten, war Ira, ne? Ich glaube, das war so. Auf. So. Das haben wir. Okay, das kann auch erstmal weg. Das brauchen wir nicht mehr. Infernus war es, glaube ich, ne? Oder? Infernus. Das und Infernus kriegen wir aus Netherrack. Mhm, okay. Klingt schon mal gut. Kriegen es aus Wrathshards, wir kriegen es aus allem möglichen, aus Netherquarz-Erz. Wieder Skelett-Schädel hätten es auch, aber das wäre ein bisschen doof. Ich glaube, wir gehen mit Netherrack. Sollten wir auf jeden Fall genügend haben. Frage ist halt nur, wie viel konsumiert es? Und welche Rate? Das werden wir herausfinden. Auch nicht heute. Das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich gehe mich jetzt noch einmal mit dem Handtuch kurz abschrubben, weil ich bin gerade, ich weiß nicht. Im Zimmer sind es 20 Grad. Und ich fühle mich, als wäre ich in der Sauna. Okay. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wer noch dran ist, ich werde morgen, denke ich, trotzdem streamen. Weil mir geht es ja eigentlich soweit ganz gut, bis auf halt die Geräuschkulisse. Aber es ist nicht mehr so, dass es wirklich schlimm ist. Und wie gesagt, bis auf die Hitzewallung. Ja. Wechseljahr halt. Das geht schon. Kriegen wir hin. Ne? Also, da gucken wir morgen mal. Da spielen wir noch in aller Ruhe so ein bisschen Feed Beast. Und dann könnte ich es auch mal auf Twitter an. So. Irgendwie. Ganz komisch, warum das immer nicht lädt. Auf Wiedersehen, noch einen schönen Tag. Und hoffentlich morgen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ich versuche hier verzweifelt da irgendwie runter zu. Sorry. Okay, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.